Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und heute soll es um den Stick gehen, also um das Tutorial, wo ich halt das Speedart gemacht habe und euch hat das halt übertrieben gefallen. Und ja, ich mache das Ganze mit Paint.net, also hier seht ihr das, das könnt ihr auch gratis downloaden. Es gibt genug Download-Links auf jeden Fall. Fangen wir einfach mit dem Tutorial an, ich versuche das einfach so gut wie möglich zu erklären und das dauert jetzt auch ein bisschen, ne? Zuerst geht ihr auf Datei, natürlich neu, dann gebt ihr ein, keine Ahnung, was ist jetzt am besten, ja 16x16 war das, ja. So, dann habt ihr das. Dann pixelt ihr mir jetzt mal nach am besten. So, ich könnte natürlich die Länge des Sticks selber auswählen, aber ich habe ihn einfach mal relativ lang gemacht. Und hier bei dem Ding da seht ihr auf jeden Fall die Felgen, wenn ihr das regelmäßig machen wollt. Und ja. Den Stick, ich finde mal, dass wir den Stick einfach blau machen sollen, aber zuerst wählen wir mit dem Zauberstab das Weiße aus, machen Ctrl X, haben wir das rausgetan, dann können wir hier Weiß anmalen. Heute machen wir mal einen blau-weißen Stick, ist mal was Neues, ich weiß nicht, ob das gut aussieht, aber ich könnte ja auch selber die Farben machen, also wie ihr es wollt. Dann nehme ich jetzt einfach mal rot, nee, blau meine ich. Blau. So, wenn ihr mir jetzt nachgezeichnet habt, dann geht ihr mal auf diese, keine Ahnung, diese Form da. Da drückt ihr auf das Rechteck. Dann habt ihr schon weiß ausgewählt, also ich wähle jetzt einfach mal weiß aus. Also es ist wichtig, dass wir auf Größe ändern gehen und auf, ich nehme jetzt einfach mal 5 oder 12, das nehme ich halt immer, also meistens. Ihr könnt das ja auch machen, wenn ihr wollt, es schadet auf jeden Fall nicht. Weil das finde ich immer eine gute Größe. Dann drücke ich halt hier auf die Felgen da, dann wähle ich 4, mal schauen, ob 4 gut ist. 4 ist ja ganz okay, 4 oder 5, also zwischen 3 und 5 hätte ich jetzt die Sachen ausgewählt. Dann geht hier drauf, das brauche ich nicht mehr, für die Anfänger ist vielleicht immer noch nützlich, aber mal schauen. Dann wähle ich hier das aus, nur das, ganz wichtig, mache Ctrl C oder Steuerung C, dann mache ich Ctrl V und dann kann ich das hier hin tun, wieder Ctrl C, Ctrl V. Das macht jetzt immer, bis es hier ganz oben ist. So, wir haben das jetzt fertig gemacht. Sieht auch schon relativ gut aus, so. Also mir gefällt es schon ein bisschen. Dann, ja. Gehen wir, also machen wir, also nehmen wir jetzt wieder blau hier mit dem, mit der Pinzette, ja, keine Ahnung was das ist. Und dann nehmen wir halt blau und dann machen wir das gleiche halt. Einfach mit Stärke 3 hätte ich jetzt gesagt. So. Einfach das gleiche, machen wir mal nach einfach. Und da kann nichts schief gehen. So Leute, ich habe das Idealste gefunden, am besten ist es halt, wenn ihr bei 512, ist es halt am besten, wenn ihr hier noch 4 Fältchen hier habt und auf dieser Seite noch 3, damit halt alles regelmäßig ist. Ich mache wieder das gleiche hier, Ctrl C, Ctrl V, können wir das hier hin tun, wir schauen, 4 Fältchen und 3 Fältchen, perfekt, und das machen wir jetzt halt bis da oben. Look at me, I'm
das gemacht. Das sieht auch relativ schon schön aus. Natürlich gibt es bei solchen Sticks wirklich 1000 Varianten, wie ihr das machen könnt. Ihr könntet hier nochmal einfach ein kleines Viereck hinmachen. Jetzt so zum Beispiel einfach hier ein kleines, wird auch mega nice aussehen. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ja, auf jeden Fall sieht das schon relativ nice aus. Jetzt wählen wir alles aus, was blau ist. Und damit ihr alles auf einmal anwählen könnt, also so, dann drückt einfach Control. Und dann, ja, könnt ihr halt alles auswählen. Einfach Control gedrückt halten. Und ja, falls es beim Zauberstab jetzt nicht geht, dass ihr alles auswählen könnt, zum Beispiel, wenn es jetzt so ist, dann wählt ihr einfach alles an. Ihr müsst hier einfach mal herumspielen, was am besten ist. Hier die Prozentzahl. Also ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, 41. Geht schon wahrscheinlich. So, wir wollen ja natürlich einen relativ schönen Farbverlauf haben. Also ich wollte es nur mit einer Farbe machen, was ganz okay ist, aber ich will es halt noch ein bisschen, halt, keine Ahnung, so ein Blau reinmachen, ein dünkleres, geht hier auf den Farbverlauf, dann könnt ihr hier das so runterziehen. Sieht man nicht so fest eigentlich, vielleicht sollte ich noch ein bisschen dunkler machen, so. Oh, natürlich alles ausgewählt behalten. So sieht schon relativ nice aus so. Und ja, dann wählt ihr einfach mal so auch die Vierecke so. Und falls ihr jetzt etwas verkackt habt, wenn ihr jetzt das Weiße angekreuzt habt, dann könnt ihr einfach hier auf zurückgehen. Ne? So, dieser Schritt ist jetzt nicht allzu wichtig, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Könnt ihr auf Effekte, Foto, Vignette machen. Da seht ihr schon, könnt ihr das einstellen. Bei Dichte würde ich das jetzt nicht so festpacken, vielleicht ein bisschen so. Echt minimal halt. Radius. So. Und das. So. Merkt man jetzt nicht viel, vor allem bei dem Stick, aber ist auch nicht wichtig, ne? Was aber jetzt wichtig ist, ist halt, dass jetzt jedes einzelne aussucht. Das dauert jetzt ein bisschen so, macht die Fältchen weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt geht auf jeden Fall auf Vignette, was wieder, aber das ist jetzt relativ wichtig, so. So, dann habt ihr das reingemacht. Seht ihr schon hier, dass es ein bisschen dünkel oben ist. Das müsst ihr halt jetzt bei jedem einzelnen Ding machen. Wieder oben links sollte eigentlich das sein. Bei mir sieht es ein bisschen so gerade aus, dass es nur von oben kommt. Bisschen komisch, aber eigentlich sollte es oben links sein. Ihr könnt es so einstellen hier mit diesem Kreuz. Also es sollte unten sein, wenn ihr es oben haben wollt. So. Ist einfach bei jedem nach wieder und ihr drückt halt, weil schon ihr das ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr einfach hier Effekte, Vignette wiederholen und dann steht hier schon also Steuerung plus F, also Control plus F bei mir wäre das. Dann könnt ihr halt bei jedem das ganz schnell machen so. So, ne? Sieht auch schon jetzt ein bisschen 3D-mäßiger aus, aber bei den Vierecken hier muss man das ja auch machen. Hier mache ich es einfach mal von... Nee. Zurück. Von hier oben. Und weniger dick auf jeden Fall, das ist auch ein bisschen wichtig, weil wir es eigentlich übertreiben bei den Vierecken. Da machen wir es einfach hier unten. Unten. So, das macht ihr jetzt einfach bei allen auch.
dass es halt nach unten zeigt, die Vignette. Baddie from Cal Poly, from the south side of LA. She should come up to the hills. She told me I'm a player, nah, just can't catch the feels. But it's like so, Leute, was ein bisschen fade aussah, so, weil, keine Ahnung, das, weil weiß-blau sieht für mich ein bisschen, ja, zu simpel aus. Darum habe ich halt hier drinnen noch so ein bisschen Fältchen gemacht. Sieht noch ein bisschen beschmückter aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt muss ich halt noch die Vignetten drauf tun. I wanna feel your lips when I turn down the bedroom lights. I wanna show you something you ain't never seen. Give me one night, baby girl, trust me, that is all I need. Yo, I'm still in your heart tonight. Take my hand and stay by my side. This story's written for you and I. Up in the stars, above the sky. Yeah, I'm still in your heart tonight. You cannot cry. So, jetzt haben wir schnell gemacht und jetzt sind wir mit dem Stick fertig. Das sieht man halt nicht so gut, darum gehe ich jetzt einfach mal auf den Hintergrund und mache den einfach mal ganz simpel. Ja, fast schwarz, ne? So. So sieht das Stick aus. Das ist so ein bisschen interessanter. Wir schauen ihn nachher noch in-game an, auf jeden Fall. Und ja, falls ihr was nicht verstanden habt an einem Punkt oder allgemein halt, dann fragt einfach in die Kommentare. Ich versuche die Fragen zu beantworten. Und ja. So, Leute, sind wir in-game und finde halt, ja, das sieht echt relativ gut aus. Auf jeden Fall, ja, perfekte Größe finde ich sogar. Und ja, wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Übrigens habe ich jetzt Probleme aufzunehmen. Also halt, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich will Bad Wars aufnehmen, oder? Oder QSG. Dann habe ich halt das Problem, weil ich sehe schon jetzt, das laggt einfach brutal und ich kriege das nicht besser hin. Ich habe alles restartet, es geht einfach nicht. Drücken die Daumen, dass es einfach mal wieder geht, weil entweder, keine Ahnung, muss ich wieder einen Mechaniker für den PC holen oder so. Oder ich mache halt keine Gameplay-Videos mehr. Und ja, das wäre aber scheiße. Ach, egal, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Stick, bin damit zufrieden. Mal was Neues, ganz fresh. Und ciao. Und auch ja, Leute, schreibt mal rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Zum Beispiel eine Enderperle oder Spitzhacken. Mal schauen, was ihr wollt.